So, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Ludwig. Ich bin jetzt gerade dabei, hier den Spielstand zu laden. War jetzt einige Zeit, also bin jetzt einige Zeit wirklich nicht dazu gekommen, hier aufzunehmen. Ja, zwischendurch gab es, glaube ich, ein Update oder sogar zwei, ich bin mir jetzt nicht sicher. Irgendwas, das man jetzt in-game auch aktivieren kann, das Spiel, und nicht über die OOS-Webseite. Ja. Ich hätte gesagt, wir warten jetzt hier mal, bis der den Balken voll hat, und dann starten wir direkt los. Sehr schön. Dann habe ich auch mal nachgeschaut, wie weit wir mehr oder weniger schon sind mit dem Spiel. Schaut es nicht aus, wir sind endlich ziemlich voll. Aber Solargerät können wir immer aktivieren. Und so wie es ausschaut, so, das wollte ich endlich sagen, so wie es aussieht, sind wir relativ bald am Ende leider. Tut mir leid, euch das zu sagen, aber es geht langsam wirklich Richtung Ende zu. Soweit ich das gesehen habe, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht das Auto, das da vorbei rauscht neben mir. Also neben mir draußen auf der Straße. Tja. Leider gehen die Mäntel zu. Naja, kann man nichts machen. Ich habe auch schon wieder ein neues Spiel in Aussicht, was nach dem kommen wird, das Let's Play. Ich verrate nur so viel, es hat was mit Lego zu tun. Gibt's im nächsten App Store? Ja. Und jetzt ist wieder Zeit zum Lesen. Ach du Grundgütiger, Vergessene, könnt ihr mich hören? Laut und deutlich, wo sind sie jetzt? Mitten im Nirgendwo, vor mir ein Tor, dahinter ein Sandsturm. Toll, was sagen sie dazu? Was meinen sie vor einem Tor? Wir wissen nichts von einem Tor. Entweder ich überhitze oder da steht ein Tor. Es sieht beschädigt aus, absichtlich beschädigt. Kommen sie... Sie leben hier. Sie müssen wissen, was das hier ist. Herr Ludwig, wir wissen nicht, wovon Sie sprechen. Fahren Sie weiter. Der Fahrtwind wird Ihre Wahrnehmung kühlen. Wir melden uns. Sind Sie noch bei Trost? Ich sehe es klar und deutlich. Hallo, empfangen Sie mich? Großartig. Ludwig an. Ach, vergesst es. Kein Wunder, dass man euch auch vergessen hat. Gut, sehen wir uns die Sache genauer an. Ach ja. Hauptauftrag nehmen wir uns natürlich. Vergessene, bitte melden. Nur die Ruhe, es ist ein Tor und ein Sandsturm. Nichts, womit man nicht fertig werden kann. So wie es aussieht, wurde die Energieversorgung unterbrochen. So als ob jemand absichtlich, vielleicht kann ich ja die Energie des Blockhard auf das Tor umlegen. Tja, das können wir natürlich versuchen. Seltsam, die Energieversorgung steht, aber es gehen nur ein paar Wandleuchten an. Dieser eigenartige Aufbau da drüben erinnert mich an Goodwills absurde Maschinen. Wahrscheinlich steuert das die Öffnungsmechanik des Tors, aber es fehlen Teile, dann muss ich wohl erst zuerst einiges reparieren. Ein Geistesblitz, der kann nur von mir sein. Ich denke, wir schauen uns das Ganze jetzt mal kurz an. Hätte ich jetzt mal gesagt. Sieht ganz witzig aus, was hat er gerade für eine Meldung? Fotodiode aufsammeln. Noch was? Nein. Haltung kombinieren mit Fotodiode. Ah, sehr schön, sehr schön. Und ich habe irgendwie die Idee, dass wir die Spiegel dahin ausrichten werden müssen. Ich glaube halt einmal, dass das Spiegel sind. Das sieht zumindest für mich jetzt so aus. Oder so irgendwas in der Richtung. Wir brauchen da drüben aber noch einen.
könnte man abschrauben. Was haben wir denn? Schraubenzieher. Yeah. Dann sehe ich da drüben auch was. Hau mal nochmal den Schraubenzieher da. Wo ist denn der da? Zack. Nehmen wir den Verkehrsspiegel auch mit. Eine CD haben wir da auch noch. Also wenn man hier schaut, haben wir hier ein sehr weitläufiges Gebiet. So, ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt auch mal den Dings aus. Unseren Windhaverer. Jetzt sollten wir eigentlich mehr als genug Energie haben. Naja, so. Da hinten liegt noch was. Benötigt ein Prisma. Nein. Ich glaube, ein Prisma haben wir nicht. Nein, haben wir nicht aufgesammelt. Spiegel. Ein Prisma. Ich denke, wir starten hier oben wieder die lustigen Hilfen an. Ist nur die Frage, wo ist das Prisma? Da ist ein Stern. Da ist ein Prisma. Yeah. Oh, da liegt noch was. Da gibt es Seite. Prisma. Ah, das braucht eine Linse und dann brauchen wir ein Prisma. Yes. Das mal nicht geil als Shit. Okay, was haben wir hier? Eine Linse bündelt Sonnenlicht und ein Prisma teilt es in Spektralfarben auf. 6 verschiebbare Spiegel. 5 farbige Lichtstrahlen. Und 3 Fotodioden, welche auf die Farbe, Wellenlänge des Lichts reagieren. Ich sollte wohl die Strahlen auf die richtige Fotodiode lenken. Mal sehen. Tja. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus hier. Ah, Violett geht da in die Mitte, wenn ich das sehe. Kann ich die jetzt... Aha, okay. Einfach schieben. Dann schauen wir mal, den grünen müssen wir darüber bekommen. Upsala, andere Seite wollte ich anschieben, so. Oder wie, hä? Spiegelt der falsch oder täuscht mich das? Nein, man sollte ihn. Nein, ich glaube, da sind wir jetzt etwas falsch mit dem. Wo ist denn. Schauen wir mal, dass wir irgendwie das Rote zuerst zusammenbringen. Ja, das schaut schon mal gut aus. Komme ich da so weit rüber? Nein, natürlich nicht. Also das ist ja noch eine lustige Geschichte. Ich denke, den roten Längen leiten wir da schon mal ziemlich richtig rüber. Dann schauen wir, dass wir den violetten da rüber bringen.
Oha. So weit wollte ich eigentlich gar nicht. Ich will nur bis da zu dem... Oh, nein, das ist zu weit. Okay, also ein Stück müssen wir rüber, hilft alles nichts. So. Nein, das ist Fuchs. Das ist, glaube ich, der falsche Spiegel. Ja, das ist der falsche. Dann versuchen wir einfach mal den nächsten. Hoppala! Da haben wir auch kurzzeitig den roten aktiviert gehabt. Sehr schön. Nein, das war zu wenig. Zufälle sollen auch immer wieder passieren. Ja, okay, das haben wir schon gesehen. Sehr schön, das Violette geht auch rein. Jetzt müssen wir nur mal das Grüne da irgendwie rüber bekommen. Da habe ich auch schon eine Idee. Na komm, Ludwig. Ein Stückchen schneller, Hepper. Oh. Habe ich jetzt das Violette verschoben? Ja, natürlich. Dann müssen wir mit dem wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. Spiegelt der auf der anderen Seite nicht, oder nein? Den da unten habe ich nicht in Verändern, oder? Nein. Aber von dem aus komme ich auch nicht. Ach, doch, ich glaube, ich habe schon eine Idee wieder. Yes! Funktioniert doch. Das sieht etwas kaputt aus, ehrlich gesagt. Hat es ein wenig weggefunkt. Hoppsa. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu schwer. Und vor allem hoffe ich, dass er den Ton auch mit aufnimmt. Denn das letzte Mal, als ich Minecraft aufgenommen habe, hatte ich das Problem, dass er zwar den Ingame-Sound aufgenommen hat, aber sich das Dings gespart hat, den Text, den ich geredet habe, na toll. Das ist wieder zu hoch für mich jetzt. Hatte ich natürlich das Ganze nachzu synchronisieren. War auch mal was anderes. Und vor allem aufwendig. So, und einmal noch mit dem außen rum und ich habe irgendwie das Gefühl wirklich, dass wir dass die Schaltungen öfters vorkommen, dass es nicht viel, also es gibt schon verschiedene, aber nicht so viel verschiedene, denn die haben wir mit Sicherheit schon mal gehabt. So, sehr schön, das funktioniert tatsächlich, was die Menschen so alles mit Sonnenenergie bewerkstelligen,
Autotronic hat dazu sicher Fragen. Tu ich ihm eben den Gefallen? Da ich ja ziemlich sicher bin, dass die Entwickler zuschauen, und analysiere die Öffnungsmechanik. Ich glaube, das Tun ist Tu, oder? Tu ich ihm eben den Gefallen. Nicht tun. Falls euch, ja. Nur damit ihr es wisst, so. Öffnungsmechanik analysieren. Ist jetzt die Frage, wo? Schauen wir einfach mal. Achso, da oben wird sie angezeigt. Schauen wir gleich mal. Welche elektrische Bauteil wandert Energie in Lichtstrom um? Das ist die Fotodiode, hoffe ich mal. Yeah. Upsala. Ich wollte dich ausgefahren lassen. So. Dann hier das nächste. Wie heißen Sicht- und unsichtbare Farben? Wellenlänge von Licht. Spektrum. Soweit ich weiß. Ich sehe, wir gehen langsam auf die 20 Minuten zu wieder. Wie wird die elektromagnetische Strahlung der Sonne noch genannt? Licht, hätte ich gesagt. Jo, sehr schön. Eines haben wir hier noch. Aus welcher Quelle bündelt das Gerät einen Lichtstrahl? Sonnenlicht. Yes! Sehr schön. So, Tor repariert, Informationen eingetragen. Gut gemacht, Ludwig. Wenn mich jemand hört, sehr gut gemacht, Ludwig. Du bist ein wirklich intelligenter Roboter. Sie sind was? Überhitzen Sie jetzt vollkommen? Sie schon wieder? Nein. Ich meinte so perfekt, wie das sonst nur ein Roboter kann. Wo waren Sie die ganze Zeit? Ich hätte Ihre Hilfe gut gebrauchen können. Womit? Sehen Sie immer noch ein Geistertor? Der Sandsturm stört den Funkkontakt. Der Sandsturm, passen Sie auf, was Sie sagen. Ich bilde mir nichts ein. Sie haben mich hierher geschickt, wo ist dieses Gebiet? Ich brauche die Koordinaten, sofort. Herr Ludwig, verlieren Sie doch nicht Ihren Kopf. Was heißt hier? Wie wäre es, wenn Sie endlich zusammenarbeiten würden? Wie sind die Koordinaten? Erledigt. Wir haben die Koordinaten an das Blockart übertragen. Was nichts nützt, glauben Sie, ich fahre damit mitten in einen Sandsturm hinein. Wo ist das dieses Gebiet? Hören Sie, ich habe Ihnen vorhin geholfen. Sie sind an der Reihe. Es liegt nur einige hundert Meter hinter dem Tor. Hinter dem, Sie wissen also doch von diesem Tor. Was für ein Spiel spielen Sie hier eigentlich? Melden Sie sich. Einfach unglaublich. Wir haben ausgesprochen. Und dieser Sandsturm, meine Getriebe. Wenn ich hier das überstehe, dann können die alle was erleben. Ich glaube, unser Ludwig hier ist etwas genervt von denen. Würde mich jetzt aber auch nicht wundern. Haupttor benutzen. Und da stürmt es ganz schön. Das passt doch genau zum Episodenende, oder? Eine kleine Videosequenz, wo unser Ludwig Richtung Sandsturm wandert. Und hier, dieses Level-Design ist wirklich Wahnsinn.
gefällt mir sehr gut. Und was kommt da? Ich glaube, da kommt die Physis schon. Fliegt doch schneller ins Wüstental, haben sie gesagt. Nur schnell ein paar Positionslichter aufstellen, haben sie gesagt. Ist ja nicht so schwierig, stützt ja nur ein Raumschiff ab. Bildest dir das Tor ja nur ein. Und jetzt? Sand hier, Sand da, überall Sand. Bitte, wie ich stelle ich jetzt die Positionslichter auf, sobald die anderen sehen, wo sie bleiben. Ludwig, Ende Gelände. Ach ja. Also zu Recht ist unser Ludwig genervt. Ich denke, das Solarmodul schalte ich jetzt mal ab. Das Windmodul lassen wir mal an. Bevor wir jetzt diesen Hauptauftrag annehmen, ich lasse doch draußen. Stoppe ich jetzt die Aufnahme und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann!